Wir sagen eindeutig, die FDP sagt eindeutig, in die Ausrüstung der Truppe. Das ist unsere Meinung. Wir haben ja auch das 2%-Ziel. Das bedeutet ja auch, dass wir einige Milliarden mehr für die Bundeswehr ausgeben. Und das ist für den Betrieb und den Erhalt. Aber um die Bundeswehr erstmal wieder auf den Stand zu bringen, weil der ja in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, müssen wir dieses Geld dorthin geben. Es gibt auch andere politische Vorstellungen davon, die lehne ich persönlich ab, die da sagen, ja, man muss ja auch in irgendwelche andere Sicherheit, Cybersicherheit, auch zum Beispiel in Entwicklungshilfe, obwohl wir da auch schon viel Geld mit reingeben, dort sollte man auch Teile dieser 100 Milliarden verwenden. Meine persönliche Meinung ist das nicht. Lasst uns die Bundeswehr in einen Stand bringen, dass sie dann auch mit den 2%, die sie dann bekommt vom Bruttoinlandsprodukt, dauerhaft ihren verfassungsmäßigen Auftrag erfüllen kann.